Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vision Pick Blogbeitrag. Ich bin heute in Brandenburg auf dem Betrieb von Ralf Remmert. Wir erwarten heute Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Die weiht nämlich den neuen Tierwohlstall von Ralf ein. Also bleibt dran und ich wünsche euch viel Spaß. Ralf, heute großer Tag, der Stall wird offiziell eingeweiht. Wie geht's dir? Ja, die ganze Anspannung der letzten Tage steuert jetzt auf den Höhepunkt zu. Wir hatten sehr viel Arbeit hier noch in den letzten Vorbereitungen. Aber jetzt bin ich ganz froh, dass die Tiere drin sind und sich wohlfühlen. Ich stehe jetzt hier mit Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Frau Klöckner, vielen Dank für Ihre Zeit. So, wir sind ja hier bei Herrn Remmert in seinem Tierwohlstall oder im Familienstall. Ja. Ganz kurzes Feedback, sind Sie überzeugt? Also ich bin sehr, sehr angetan, denn das ist ein Gesamtsystem. Und es geht nicht darum, dass man die Fackel trennt oder zu früh trennt, sondern dieser Familienstall heißt am Ende vom Fackelzustand bis quasi zur Schlachtung beieinander zu sein. Also das minimiert den Stress. Die Tiere werden nicht ständig neuen Umgebungen ausgesetzt. Vieles ist ja wieder natürlich, was mich hier sehr beeindruckt ist, wie sauber die Tiere im Übrigen auch sind, auch wie ruhig sie sind. Und es riecht nicht klassisch nach einem Schweinestall. Also dieses Gesamtkonzept mit auf der einen Seite Beheizung für die Ferkel, auf der anderen Seite Kühlung gerade im Sommer, dann die Art des natürlichen Klos für die Tiere, also wo sie auch koten, wo auch regelmäßig gereinigt wird, dieses Miteinander. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend und insofern Kompliment dafür und Schwanzbeißen kommt hier gar nicht vor. Nein, das stimmt. Das ist ja ein Stall, der vom Modell- und Demonstrationsvorhaben Tierschutz auch gefördert wurde. Ganz kurz mal zu MOD Tierschutz. Haben Sie das Gefühl, dass das einen sehr wertvollen Beitrag leistet, auch natürlich in Zukunft? Deshalb machen wir das und deshalb plädiere ich auch dafür, dass wir dabei bleiben. Denn Modell- und Demonstrationsvorhaben sind ja Pioniere. Das sind Vorbilder und das sind diejenigen, die Schritte gehen, die andere Betriebe noch nicht gehen, die wir deshalb auch fördern, weil das auch immer auch etwas mit Versuch und Irrtum zu tun hat, aber die Erfahrungen, die dort gesammelt werden, die sind so wichtig für andere Landwirte, damit der Berg, der vor ihnen liegt, kleiner wird. Und wir wollen, dass mehr Tierwohl, dass aber auch neben Tierwohl die Ökonomie, die spielt ja auch eine Rolle, sonst macht das ein Betrieb hier ja nicht, dass das Ganze miteinander verzahnt wird. Und wenn dann noch vom Handel das anerkannt wird, vielleicht die 20 Cent oder wie viel es mehr kostet pro Kilo, dann auch bezahlt wird, dann kann man davon leben, dann kann man damit auch arbeiten. Und dann will es der Verbraucher aber auch sehen, warum er mehr zahlt. Und wenn er dieses gesamte System sieht, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er sagt, das ist es mir wert. Also gucken wir mal, was wir für Handys ausgeben. Geil. Hunderte von Euros und beim Fleisch sind wir meist im Dumpingbereich. Und das muss sich ändern. Das ist nicht gesund. Sie haben eben von dem Berg gesprochen, also eigentlich zukunftsfähige Landwirtschaft, zukunftsfähige Schweinehaltung. Wenn ich jetzt eine schweinehaltende Landwirtin wäre, worauf müsste ich mich dann in Zukunft einstellen? Wo, haben Sie einen Tipp? Naja, die Frage ist ja immer, wie lange brauche ich, bis meine Investition sich rechnet? Und hier sind wir bei einem Stall, der über 1 Million Euro kostet. Und sich einfach mal vorzustellen, was das heißt, auch für einen Betrieb, bis das auch abbezahlt ist, bis man da auch verdienen kann. Da kann man nicht alle 4 Jahre neue Gesetze erlassen, die immer wieder alles auf den Kopf aufstellen. Insofern ist eines schon sehr wichtig, dass man Zeit braucht, dass man Verlässlichkeit braucht, aber dass man auch ehrlich ist und sagt, es wird sich etwas verändern. Also man muss die Linien vorzeichnen. Und insofern rate ich wirklich jedem, der überlegt, neu zu investieren in einen Stall, sich intensiv beraten zu lassen. Wir haben den Austausch mit den Kammern, das ist wichtig. Die Kastenhaltung, der Kassenstand wird keine Zukunft haben, muss man ganz offen sagen. Und wir sind das auch, ich sag auch bei der Rinderhaltung, wenn es um das Thema Anbindehaltung zum Beispiel auch geht. Ja, das wird auch keine Zukunft haben. Und insofern müssen wir da sehr ehrlich sein. Aber die Zeiten und die Übergänge müssen machbar sein.
Und wir fördern zum Beispiel jetzt mit 300 Millionen Euro die Tierwohlstelle. Also muss das Baugesetzbuch angepasst werden, dass Bestandsschutz auch bleibt, so etwas. Also kurzum, ich möchte, dass Tierhaltung in Deutschland bleibt und dass wir in Deutschland zeigen, dass Tierwohl und Ökonomie, die Wirtschaftlichkeit zusammengehen und wir nicht die Fragen einfach exportieren und dann das Fleisch importieren mit den Fragestellungen, die wir nicht gelöst haben. Sie haben ja eben schon über die Verbraucher gesprochen, dass die ja auch wissen müssen, wie die Tiere gehalten werden, damit sie auch bereit sind, mehr Geld auszugeben. Die Zukunftsfähigkeit der Landwirtschaft hängt ja auch von großem Maße davon ab, dass sie von den Verbrauchern oder von der Gesellschaft akzeptiert wird. Haben Sie das Gefühl, mit dem Weg, den Sie da vorzeichnen, dass auch der Verbraucher sagt, ja, das gehe ich mit, das kann ich akzeptieren, die Haltung ist tatsächlich etwas, was ich gutheißen kann? Also wenn ich diese Haltung sehe im Vergleich zu anderen Haltungen, dann ist das ein Wahnsinnsschritt hier. Und allein das Ergebnis ist es, Schwanz beißen, also dass man hier keine Schwänze kopieren braucht, was tierwohlgerecht ist, zeigt ja schon, dass die Tiere eine andere Umgebung haben, dass der Stressfaktor auch ein ganz anderer ist. Aber dazu braucht man Wissen als Verbraucher. Und womit wir alle in der Gesellschaft zu kämpfen haben, auch zum Teil medialer Berichterstattung, ist sehr, sehr verkürzte Bauchgefühle. Und deshalb muss dieser Dialog zwischen Herstellung und Endverbraucher muss intensiviert werden und alle in der Lebensmittelkette müssen dazu beitragen. Das kann ein Landwirt alleine nicht leisten. Und ich habe aber den Eindruck, je mehr das auch erläutert wird, je mehr das auch der Handel tut, je mehr darüber gesprochen wird, umso eher ist da ein Verständnis für. Aber da haben auch ganz viele Verbände, die sonst Geld damit verdienen, dass sie ja, bei dem Verbraucher eher Sorge und Ängste hervorrufen. Die haben auch ihre Verantwortung, dass sie genau so etwas hervorheben, aber dann auch würdigen, wenn so etwas auch geschieht. Und wir wollen das fördern, dass das Ställe nicht nur der Zukunft sind, der Weiten, sondern hier ist es Realität der Gegenwart. Dann komme ich eigentlich näher schon jetzt schon zu meiner allerletzten Frage. Sie machen ja jetzt den Job seit fast 4 Jahren. Sie haben also schon eine Menge gesehen. Ja. Es ist eigentlich eine etwas persönlichere Frage. Was nehmen Sie so aus dieser Zeit mit? So, was bedeutet das Schwein für Sie? Was haben Sie da für Aha-Effekte irgendwie auch gelernt? Na, ich habe den Kontakt zu Schweinen, zu den Tieren nicht erst in den vergangenen 4 Jahren bekommen. Ich bin selber auf dem Hof groß geworden. Auch wir hatten früher Schweinehaltung. Kleiner, aber das war so, war ein gemischt Betrieb. Und Schweine sind kluge, sind intelligente, sind sehr wache Tiere, sehr sensible Tiere auch. Und ja, es ist klar, man muss sagen, wenn man Fleisch isst, werden Tiere auch geschlachtet. Auch das gehört dazu zur Wahrheit. Und nicht zu suggerieren, am liebsten Fleisch essen zu wollen von Tieren, die nie geschlachtet werden. Also diese Wertschätzung und der Umgang mit dem Tier, auch dass ich nicht Lebensmittel dann wegwerfe, dazu gehört es, sich bewusst zu machen, dass hier Tiere großgezogen werden, dass sie geschlachtet werden, aber dass sie ein gutes Leben auch haben sollten. Und das geht über die ganze Strecke. Und deshalb halte ich auch eine Tierwohlkennzeichnung für sehr, sehr wichtig. Wunderbar. Dann danke ich Ihnen für Ihre Zeit und für Ihre Antworten, dass wir das so schnell noch möglich machen konnten. Sehr gerne. Machen wir. Also, bis bald. Prima. Bis zum Schauen.